Die zweite Säule, das Gebet, As-Salah. Das Gebet ist eine Anbetung Allahs und besteht aus bestimmten Bewegungen und Wörtern. Es beginnt mit dem Takbir, Allahu Akbar zu sagen, und endet mit dem Taslim, dass man den Salam zu beiden Seiten ausspricht. Und das ist die Säule der Religion. Die dritte Säule ist die Armenabgabe, Az-Zakah. Sprachlich bedeutet das arabische Wort Zakah Entwicklung, Zunahme und Reinigung. Und der Beweis für das Gebet und die Armenabgabe und die Erklärung des Tauhids ist das Wort des Erhabenen, und nichts anderes wurde ihnen anbefohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens. Und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, das ist die Religion des rechten Verhaltens. Sura Al-Bayyinah, Vers Nummer 5. Die vierte Säule ist das Fasten, As-Siyam, und sprachlich bedeutet das arabische Wort Siyam Zurückhaltung. Und islamisch bedeutet das Fasten, sich zurückzuhalten von allem, was das Fasten bricht. Und dies mit der Absicht, von dem Eintreten des Fajr, also der Morgendämmerung, bis zum Maghrib, dem Sonnenuntergang, zu vollrichten. Das Fasten gehört zu den besten Gottesdiensten, da sich darin die drei Arten der Geduld vereinigen. Ebenfalls, was die hohe Stellung des Fastens bei Allah subhanahu wa ta'ala hervorhebt, ist, dass Allah sich selbst vorenthalten hat, den Fastenden zu belohnen, ohne uns dabei zu informieren, wie groß oder welche Art die Belohnung im Jenseits ist. Und der Beweis für das Fasten ist das Wort des Erhabenen, O ihr, die ihr glaubt. Vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr Gottes fürchtig werden möget. In Sura Al-Baqarah, Vers Nummer 1, 8, 3. Und die fünfte Säule ist die Pilgerfahrt, Al-Hajj. Sprachlich bedeutet das arabische Wort Hajj die Absicht. Islamisch bedeutet es, Allah zu dienen, indem man die Hajj Riten so vollrichtet, wie es in der Sunna des Propheten alaihi salatu wassalam, Frieden und Segen sein auf ihm, vorkommt. Die Pilgerfahrt ist Pflicht für jeden Muslim, sei es ein muslimischer Mann oder eine muslimische Frau, einmal im Leben. Und der Beweis für die Pilgerfahrt ist das Wort des Erhabenen. Und Allah steht es zu, den Menschen gegenüber, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, denjenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig.